Meine Damen und Herren, nun kommen wir zur Verfassungsänderung, um es mal so salopp zu sagen. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 87. Der da lautet: Bericht der Enquetekommission Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen. Wir haben zunächst einen Bericht des Vorsitzenden der Enquetekommission, Herr Kollege Banzer. Dann haben wir einen Bericht der Berichterstatterin der Enquetekommission. Und dann beginnt die Aussprache der Fraktionen. Das sind die Drucksachen 19/6376 und Drucksachen 19/2566. Die Redezeit für diesen Punkt ist 10 Minuten. Ich erteile das Wort Herrn Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Banzer. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist heute schon ein bemerkenswerter parlamentarischer Vorgang. In dem Parlament, das viele Beobachter als das härteste oder intensivst diskutierendste Landesparlament Deutschlands feststellen, gelingt es, 5 Monate vor der Landtagswahl einvernehmlich, fast einvernehmlich 15 Vorschläge zur Änderung unserer Verfassung vorzuschlagen und zu diskutieren. Ich bin auch optimistisch, es dann auch positiv zu entscheiden. Zuvor hatten wir einen einstimmigen Beschluss über den Bericht der Enquetekommission, auch nicht selbstverständlich. Und wir haben eine einvernehmliche Entscheidung über die Werbeagentur, die diese Verfassungsänderungen in der Kommunikation mit den Bürgern betreuen soll. Das halte ich nicht für selbstverständlich, aber es ist schon ein Grund, auch ein bisschen auf unser Parlament, auf unseren Landtag stolz zu sein, weil in diesen Zeitumständen, wo man das Gefühl hat, dass es immer weiter auseinandergeht, Einigung über 15 Punkte zu bekommen, halte ich für bemerkenswert. Ja, es ist keine neue Verfassung, sondern es ist eine behutsam modernisierte Verfassung, die aber so modernisiert ist, dass sie die Patina der eigentlich ältesten Verfassung aller Bundesländer erhalten kann. Das ist spannend. Wenn Sie in der Verfassung blättern, wird man schon sehen, wie die Diskussionen vor 70 Jahren waren und wie die Diskussion heute ist. Und dass uns das gelungen ist, das ist ein Punkt, über den ich mich freue. Ich muss mich bedanken für eine sehr angenehme Diskussion. Wenn ich in Besuchergruppen künftig gefragt werden werde, was macht eigentlich ein Abgeordneter, welche Möglichkeiten hat er denn eigentlich bei den Ministerien und der starken Verwaltung, dann werde ich die Geschichte von diesen Verfassungsänderungen erzählen. Ich freue mich darüber. Ich danke all denen, die mitgeholfen haben. Nur weil wir wirklich alle uns ein bisschen zurückgenommen haben, ist uns das gelungen. Insoweit gibt es auch jetzt Grund, von jedem Einzelnen von Ihnen stolz auf das zu sein, was wir erreicht haben. Vielen Dank, Herr Vorsitzender der Enquetekommission. Wir nehmen nun entgegen den Bericht der Berichterstatterin der Enquetekommission, Frau Abg. Müller. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als Erstes möchte ich mich natürlich auch bedanken bei allen Mitwirkenden, schließe mich den Worten von Herrn Banzer an, möchte aber ganz ausdrücklich Herrn Banzer danken für die Leitung der Enquetekommission. Und auch für das unermüdliche Beantworten der Bürgereingaben. Ich weiß, dass Sie jedem persönlich geantwortet haben. Das war eine Menge Arbeit und auch sehr positiv. Dafür auch meinen herzlichen Dank. Und dass dieser Bericht heute hier so vorliegt, liegt ganz besonders an Herrn Dr. Storms. Dem möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich für die Arbeit an diesem Bericht und mit mir zusammen auch danken. Und der letzte Dank in meinem Bericht geht an die Obleute. Auch die haben sehr konstruktiv bei der Erstellung des Berichts mitgewirkt. Ich denke, wir haben das in einer angemessenen Zeit einvernehmlich hingekriegt. Dafür an alle Obleute herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich will aber
auch einen kurzen Blick zurückwerfen auf die letzte Enquetekommission, die auch mit einem Bericht endete, aber mit keinem Ergebnis. Und als ich den Bericht damals las, also zu Beginn dieser Enquetekommission, war ich sehr skeptisch, ob wir etwas auf den Weg kriegen, ob wir es besser machen können. Es waren viele Fragen offen geblieben. Herr Banzer hat es angedeutet, insbesondere die Fragestellung der damals durchgeführten Anhörung. Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessischen Verfassung für ihre Reform? Das wurde hinreichend erörtert, aber aus meiner Sicht nicht abschließend geklärt. Und am Ende ist ja eine Fraktion auch ausgestiegen. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wie will man diese Frage überhaupt lösen? Kann man den Charakter der Verfassung erhalten, trotzdem erneuern und das Ganze noch einem Volk vermitteln, das darüber abstimmen soll? Aber wie Sie sehen, es war eine Fehleinschätzung. Wir werden heute in dritter Lesung die Gesetzentwürfe verabschieden und das Volk dazu befragen. Dem geht noch eine Kampagne vor. Steht noch eine Kampagne bevor, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch das dem Volk vermitteln können, worüber Sie abstimmen werden. Auch das hat Herr Banzer schon gesagt. Alle hatten ein Interesse daran, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, um die Enquetekommission auch positiv abzuschließen. Deswegen kann ich hier auch noch einmal sagen, die Politik ist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Wenn man den Willen hat, Lösungen zu finden, kann es auch zu einem positiven Ergebnis kommen. Dafür ist die Enquetekommission ein sehr gutes Beispiel. Auch wenn wir am Ende keine Gesetzentwürfe verabschiedet hätten, denke ich, hätte sich der Prozess gelohnt. Ich will noch einmal kurz schildern, was wir in der Enquetekommission gemacht haben. Sie bestand zum einen aus den Abgeordneten, aber zum anderen auch aus einem ständigen Beratungsgremium der Zivilgesellschaft, in dem Vertreterinnen aus Vereinen, Verbänden und der Kirchen als ständige Mitglieder vertreten waren. Dazu kamen noch themenbezogen weitere 15 Mitglieder, die von den Fraktionen anteilig zu den Sitzungen benannt werden konnten. Und im Zuge der Beratung der Enquetekommission gab es eine dreitägige Anhörung zu verschiedenen Schwerpunktthemen, die sicherlich für alle sehr spannend war. Also, ich erinnere mich an die Diskussion zum Thema Bürgerbeteiligung, Volksbegehren, Volksentscheid, was ist sinnvoll, was nicht, wie weit soll man gehen oder nicht. Also ganz spannende Debatten, weil die Welt ist oft nicht so schwarz-weiß, wie sie für uns am Anfang erscheint. Auch das Thema Subsidiaritätsprinzip, was für viele wichtig war, was die einen so gesehen haben und die anderen wiederum anders, wurde ganz klar der Schluss war, oder nicht klar, aber der Schluss war dann, wenn wir es selber anders verstehen, können wir auch dem Volk nicht vermitteln, was wir damit meinen. Und deswegen war es, glaube ich, auch klug, diesen Punkt nicht aufzunehmen. Ich empfehle Ihnen das als Lektüre für die Sommerferien. Der Bericht ist umfangreich, aber insbesondere die Anhörung ist wirklich spannend. Daneben hat es drei Bürgerforen gegeben, letztes Jahr auf dem Hessentag in Rüsselsheim, in Gießen und in Kassel, die auch vom HR begleitet wurden, gut besucht und auch ordentlich diskutiert worden ist. Daneben gab es noch an den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten Lehrveranstaltungen zu dem Thema Änderung der Verfassung. Aus Gießen und Frankfurt liegen Ergebnisse vor, die auch nachzulesen sind. Auch durchaus spannend, was die jungen Leute vorgeschlagen hatten. Darüber hinaus konnte jede Bürgerin, jeder Bürger Vorschläge an den Vorsitzenden übermitteln. Das wurde auch alles in das Beratungsgremium eingespeist. Ich denke, dieser Prozess war wirklich sehr, sehr positiv. Ein entscheidender Punkt gegenüber der letzten Enquetekommission war auch das Thema Öffentlichkeit. Die letzte Enquetekommission hat nicht öffentlich getagt, aus der Motivation heraus, dass sich dort dann freier diskutieren ließ. Das hat sich nicht bestätigt. Bei dieser Enquetekommission war es so, dass jeder teilnehmen konnte nach Voranmeldung, und es wurde nicht rege, aber doch genutzt, sich an den langen Sitzungen zu beteiligen. Und daneben, da möchte ich gerne ein bisschen länger darauf eingehen, gab es einen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, den die Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt hat. Ich finde, das könnte auch ein Vorbild für die Zukunft sein, wie junge Menschen auch in politische Prozesse eingebunden werden können. Der Prozess war sicher sehr aufwendig, aber er hat sich sicherlich auch gelohnt. Die Landeszentrale hat 20 Workshops durchgeführt mit 378 Jugendlichen, nicht nur aus Schulen, sondern auch aus Jugendinstitutionen. Kinder- und Jugendparlamente waren vertreten, die Landesschülervertretung unter dem Titel Hessen in guter Verfassung. Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 18 Jahre alt und konnten eigene Änderungsvorschläge machen und sollten Voten zu den von uns vorgegebenen Punkten geben, die schon im Einsetzungsbeschluss standen, also Volksbegehren, Volksentscheid, das Thema Todesstrafe, das Thema Stärkung des Ehrenamts und die Absenkung des passiven Wahlalters.
Im Vorfeld zu den Workshops hat die Landeszentrale dann immer noch Einbindung der historischen Bedeutung der Verfassung gegeben. Also z. B. Todesstrafe sagt ja jeder, warum steht die Todesstrafe in der Hessischen Verfassung. Dazu muss man aber sehen, dass die Hessische Verfassung 1946 von der versammlungsgebenden Versammlung beschlossen wurde und damals noch die Nürnberger Prozesse am Laufen waren. Und man wollte nicht die Möglichkeit ausschließen, in den Prozessen nicht auch Todesurteile zu verhängen. Es sind keine bekannt und es wurden keine verhängt. Und 1949 mit dem Grundgesetz ist es ja auch abgeschafft worden. Aber das auch einmal zu verstehen und einzuordnen und auch das Thema Enteignung war für die Jugendlichen, wie Sie es geschildert haben, sehr spannend. Auch hier lohnt es sich, den kompletten Abschlussbericht zu lesen, den Herr Stender verfasst hat. Also, da stehen ganz interessante Dinge drin, dass die Jugendlichen wollten, dass kein Mensch zur Digitalität gezwungen werden kann oder ein Grundrecht auf Analogie haben wollen. Und es war auch nicht so, dass alle Kinder und Jugendlichen einhellig der Meinung waren, dass Kinder- und Jugendrechte in die Verfassung aufgenommen werden sollten. Nein, sie haben durchaus differenziert gesagt, warum sollen wir als Jugendliche herausgehoben werden? Dann müssten die Senioren ja auch herausgehoben werden. Also nicht so ganz so einfach, wie man das denkt. Beim Thema Ehrenamt kam noch der Vorschlag, dass z. B. ein verpflichtendes Ehrenamtspraktikum in der Schule eingeführt werden sollte oder das Engagement auch in der Rentenanwirtschaft berücksichtigt werden sollte. Beim Thema Staatsziele kamen ganz viele Vorschläge, das Thema Inklusion, Massentierhaltung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die Verfassung aufzunehmen und noch vieles mehr. Auch das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit beim Artikel 33 Arbeitsentgelt war ein Thema für die Jugendlichen. Auch das Thema Kirche und Staat und die Frage des Religionsunterrichts wurde engagiert diskutiert. Und auch bei dem Thema Absenkung des aktiven Wahlalters, wo ich gedacht hätte, natürlich sind die Jugendlichen alle dafür, das Wahlalter auf 16 abzusenken, war es nicht so. 6 Gruppen waren dafür, und 12 Gruppen wollten es so belassen, wie es ist. Also, es hat mich schon erstaunt, anders als ich es erst einmal vermutet hätte. Das Argument war, je jünger, desto anfälliger wäre man für populistische Strömungen. Ist vielleicht auch was dran. Beim passiven Wahlalter war die Mehrheit von 15 Gruppen für eine Absenkung auf 18. 2 wollten es auf 21 belassen. Ich bin gespannt, ob diese Abstimmung diesmal anders ausgeht als die letzte. Es wurde ja bereits versucht, das passive Wahlalter auf 18 hinunterzusetzen. Eine Idee will ich noch nennen, und dann will ich auch zum Schluss kommen. Zum Beispiel haben Sie sich mit dem Thema Start-ups beschäftigt. Und Sie wollten die Start-ups für eine gewisse Zeit von der Steuer befreien. Ob man das in die Verfassung schreiben muss, mag dahingestellt sein. Aber dass Jugendliche überhaupt auf solche Ideen kommen und sehr differenziert über alle Dinge diskutieren, fand ich sehr bemerkenswert. Und Sie selbst haben die Workshops auch als sehr positiv bewertet und konnten jetzt ein besseres Verständnis für einzelne Regelungen der Verfassung mitnehmen, was Sie vorher wohl nicht hatten. Und in der Schule kommt das Thema Verfassung wohl ansonsten nicht vor. Ich finde, auch aus dieser Perspektive war die Enquetekommission und der Prozess der Änderung der Verfassung ein voller Erfolg. Abschließend kann ich sagen, ich freue mich sehr, dass wir heute in der dritten Lesung die verhandelten Punkte verabschieden werden und hoffe, dass auch die folgende Kampagne die Verfassung noch weiter in das Bewusstsein der Hessinnen und Hessen rückt. Sehr geehrte Frau Kollegin, auch Ihnen einen herzlichen Dank für die Berichterstattung. Ich rufe jetzt zusätzlich auf die Tagesordnungspunkte 14, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP für ein Gesetz zur Ergänzung des Artikels 1 der Verfassung des Landes Hessen, Stärkung und Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Berichterstatterin Frau Kollegin Wolff. Das sind die Drucksachen 19/6452 und 19/6236 zusammen mit dem Antrag 71. Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 die Grünen und der FDP betreffend Erläuterung zu dem Gesetz zur Ergänzung des Artikels 1 der Verfassung des Landes Hessen, wiederum Stärkung und Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 19/6416. Ich habe noch viel mehr aufzurufen, eine ganze Menge. Denn dazu gehören zu dieser jetzigen Berichterstattung von Frau Kollegin Wolff die Tagesordnungspunkte
15, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der genannten Fraktionen für ein Gesetz zur Ergänzung des Artikels 4 der Verfassung, Drucksache 19/6453 mit Drucksache 19/6237 zu 19/5710. Immer ist die Frau Kollegin Wolff die Berichterstatterin, inklusive dem Top 72, dem Antrag der Fraktionen, die ich genannt habe, zum Artikel 4 der Verfassung des Landes Hessen, Stärkung der Kinderrechte, 19/6417. Ich rufe dazu auf, den Tagesordnungspunkt 16, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der genannten Fraktionen zur Ergänzung der Hessischen Verfassung des Landes Hessen, hier 12a, Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz informationstechnischer Systeme, Drucksache 19/6454 zu Drucksache 19/6238, Entschuldigung, zu Drucksache 19/5711. Mit dem Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und der FDP betreffend Erläuterung zu dem Gesetz entsprechend dem vorgelesenen Text aus 16, Drucksache 19/6418. 17. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Artikels 21 und 109 der Verfassung des Landes Hessen, Aufhebung der Regelung zur Todesstrafe, Drucksache 19/6455 zu Drucksache 19/6239 zu Drucksache 19/5712 mit dem Antrag Top 74 mit der Drucksache 19/6419. Top 18, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen, wie bereits genannt, das betrifft hier Artikel 26a, Aufnahme eines Staatszielbegriffs. Drucksache 19/6456 zu Drucksache 19/6240 zu Drucksache 19/5713 mit dem Antrag Top 75 mit der Drucksache Nummer 19/6420. Top 19, dritte Lesung des benannten Gesetzentwurfs zu Artikel 26c der Hessischen Verfassung, Staatsziel zur stärkeren Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, Drucksache 19/6457 zu Drucksache 19/6241 zu Drucksache 19/5714 mit dem Antrag Tagesordnungspunkt 76 mit der Drucksache 19/6421. Top 20, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen betrifft 26d, Staatsziel zur Förderung der Infrastruktur. Drucksache 19/6458 zu Drucksache 19/6242 zu Drucksache 19/5715 mit dem Antrag 77 mit der Drucksache Nummer 19/6422. Des Weiteren rufe ich auf dazu, Top 21, die dritte Lesung mit dem benannten Titel Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen, Artikel 26e Staatsziel zum Schutz und zur Förderung der Kultur. Das sind die Drucksachen 19/6459 zu Drucksache 19/6243 zu Drucksache 19/5716 mit aufgerufen. Dazu wird der Top 78 mit der Drucksache Nummer 19/6423. Dritte Lesung, Top 22 des Gesetzentwurfs zur Ergänzung der Hessischen Verfassung von den genannten Fraktionen mit dem Artikel 26f. Staatsziel zum Schutz und zur Förderung des Ehrenamtes, Drucksache 19/6460, Drucksache 19/6244 zu Drucksache 19/5717, dazu den Antrag 79 mit der Drucksache 79 mit der Drucksache 19/6424. Ich rufe dazu auf, den Top 23, die dritte Lesung der genannten Fraktionen zur Änderung der Ergänzung der Hessischen Verfassung. Hier geht es um Artikel 26g, Staatsziel zum Schutz und zur Förderung des Sports, Drucksachen 19/6461 zu Drucksachen 19/6245 zu Drucksachen 19/5718. Dazu der entsprechende Antrag, Top 80 mit den Drucksachen 19/6425. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 24, die dritte Lesung der genannten Fraktionen zur Ergänzung der Hessischen Verfassung. Hier geht es um Bekenntnis zur europäischen Integration, Drucksache 19/6462 zu Drucksache 19/6246 zu Drucksache 19/5719, dazu den Antrag Top 81 mit der Drucksache Nummer 19/6426.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 25. Die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der genannten Fraktionen zur Ergänzung der Hessischen Verfassung, Artikel 75, Herabsetzung des Wählbarkeitsalters. Das ist die Drucksache Nummer 19/6463 zu 19/6247 und zu 19/5720. Dazu der Antrag 82 mit der Drucksache Nummer 19/6427. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 26. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der genannten Fraktionen zu Artikel 120 und zu Änderung des Artikels 120 der Verfassung elektronische Verkündigung von Gesetzen. Drucksache 19/6464 zu Drucksache 19/6248 zu Drucksache 19/5721. Dazu der Antrag Top 83, Drucksache Nummer 19/6428. Ich rufe dazu auf, insgesamt die dritte Lesung, Top 27, das ist das Gesetzentwurf der genannten Fraktionen zum Gesetz zur Änderung des Artikels 124 der Verfassung unseres Landes, Stärkung der Volksgesetzgebung. Das ist die Drucksache Nummer 19/6465 zu Drucksache 19/6249 zu Drucksache 19/5722. Dazu der entsprechende Antrag, Drucksache Nummer 19/6429. Dritte Lesung, Top 28. Gesetzentwurf der genannten Fraktionen für ein Gesetz zur Änderung des Artikels 144 der Verfassung, Stärkung der Unabhängigkeit des Rechnungshofs. Tagesordnung. Drucksachen sind 19/6466 zu 19/6250 zu 19/5723. Zudem den Antrag dazu mit der Top Nummer 85 und der Drucksache Nummer 19/6430. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der genannten Fraktionen zur Änderung des Artikels 101 der Verfassung des Landes Hessen, Amtszeitbegrenzung des Ministerpräsidenten. Drucksache 19/6467 zu Drucksache 19/6251 zu Drucksache 19/5729. Ich rufe auf die dritte Lesung, Top 30. Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen, Artikel 77a, Stärkung der parlamentarischen Opposition, Drucksache 19/6468 zu Drucksache 19/6252 und 19/5732. Dritte Lesung, Top 31, das Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Ergänzung des Artikels 8 der Verfassung des Landes Hessen, Recht auf Wohnen, Drucksachennummern 19/6469 zu Drucksachen 19/6253 zu Drucksachen 19/5734. Und ich rufe auf die dritte Lesung, das Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Artikels 59 des Landes Hessen, Verfassung des Landes Hessen, verfassungsrechtliche Verankerung der Bildung von Anfang an, Verbot von Studiengebühren, Drucksache 19/6470 zu Drucksache 19/6254 zu Drucksache 19/5737. Jetzt hat das Wort Frau Kollegin Wolf als Berichterstatterin für das Gesetzgebungsverfahren. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf gesammelt berichten, dass mit allen Gesetzentwürfen der Hauptausschuss sich in der Sitzung vom 22. Mai 2018 zur Vorbereitung der dritten Lesung befasst hat, folgende Beschlüsse gefasst. Und dabei darf ich mich jetzt auf die Drucksache der Beschlussempfehlung beziehen zu 19/6452 hat der Hauptausschuss einstimmig die Annahme empfohlen. Das Gleiche gilt für 64/53 aus 19. Das Gleiche gilt für 64/54 aus 19. Das Gleiche auch für 64/55 aus 19. Die Drucksache 64/56 aus 19 ist mit den Stimmen der Antragsteller gegen die Stimme der LINKEN beschlossen worden. Die Drucksache 64/57 aus 19 ist ebenso mit Stimmen der antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN beschlossen worden. Die Drucksache 64/58 aus 19 ist mit den Stimmen der antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN beschlossen worden.
Die Drucksache 19/6459 aus 19 ist bei Stimmen der antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN beschlossen worden. Die Drucksache 19/6460 aus 19 ist wiederum positiv durch die Stimmen der antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN beschlossen worden. Die Drucksache 19/6461 aus 19 ist mit den Stimmen der antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN beschlossen worden. Die Drucksache 19/6462 aus 19 ist einstimmig beschlossen worden. Die Drucksache 19/6463 aus 19 desgleichen. Die Drucksache 19/6464 aus 19 in korrigierter Fassung ist zunächst einmal der Antrag der LINKEN abgelehnt worden von den antragstellenden Fraktionen und sodann der Gesetzentwurf gegen die Stimmen der LINKEN beschlossen. Die Drucksache 19/6465 aus 19. Auch hier ist zunächst der Antrag der LINKEN zur Änderung durch die antragstellenden Fraktionen zum Gesetzentwurf abgelehnt und sodann dass der Gesetzentwurf gegen die Stimme der LINKEN beschlossen worden. Die Drucksache 19/6466 aus 19 ist einstimmig beschlossen worden. Die Drucksache 19/6467 aus 19 ist von den antragstellenden Fraktionen gegen die Stimmen. Nein, Entschuldigung, falsch. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke gegen die Stimme der FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Drucksache 19/6468. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke und gegen die Stimme der FDP bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Drucksache 19/6469 aus 19. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP gegen die Stimmen der LINKEN den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Und zuletzt die Drucksache 19/6470 aus 19. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin für den Hauptausschuss. Meine Damen und Herren, die Punkte 14 bis 32, das sind die Gesetze, und 71 bis 85, das sind die Erläuterungstexte, sind aufgerufen. Wir können jetzt in die Aussprache eintreten. 10 Minuten Redezeit pro Fraktion. Ich erteile als ersten Redner das Wort Herrn Schäfer Kümbel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Das, was jetzt vorliegt, ist im wahrsten Sinne ein Konsens, den wir anfangs nicht für möglich gehalten haben, das will ich in aller Offenheit sagen, und damit deutlich mehr als ein politischer Kompromiss. Ich will das ganz am Anfang betonen und will mich ausdrücklich für die offene und faire Debatte in der Kommission zwischen den Fraktionen bedanken, weil nur mit diesem offenen und fairen Umgang in den letzten Jahren dieses Ergebnis überhaupt vorstellbar gewesen ist. Dafür herzlichen Dank. Natürlich will ich mich meinerseits ebenfalls bei den Obleuten ganz herzlich bedanken, bei Herrn Stomps ebenfalls für die intensive Arbeit. Ich will mich aber am heutigen Tage insbesondere auch bei zwei anderen aus diesem Haus herzlich bedanken. Zuallererst Herr Banzer bei Ihnen. Sie haben als Vorsitzender wirklich großartig gearbeitet. Wir hatten ein Vertrauen in Ihre Verhandlungsführung. War jetzt auch nicht ganz selbstverständlich, war am Anfang nicht ganz sicher, ob das gut ist, wenn die Union eine solche Kommission führt, nach Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ich will ausdrücklich meinerseits und meiner Fraktionsseiten sagen, wir haben uns gut in Ihrer Verhandlungsführung aufgehoben gefühlt. Und nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch aus persönlichen wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und herzlichen Dank für diese großartige Arbeit.
Ich will mich zweitens bedanken bei einem, dem seitens der SPD bisher nicht gedankt werden konnte, weil er schlicht und einfach für uns in den letzten Jahren die Verhandlungen geführt hat als Obmann. Das ist unser Freund und Kollege Norbert Schmidt, der als sozusagen parlamentarischer Teil der Beratung der SPD – Sie wissen, dass wir einen sehr breiten Beteiligungsprozess innerhalb der SPD hatten – unter Führung von Susanne Selbert auf der Seite der Partei und von Norbert Schmidt in der Fraktion. Deswegen an dieser Stelle auch dir, lieber Norbert, ganz herzlichen Dank für diese wirklich großartige Arbeit mit all den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Ich will aber am heutigen Tage natürlich auch noch ein paar Bemerkungen in der Sache machen und will noch einmal anschließen an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir reden hier heute wirklich über einen beachtenswerten Konsens und nicht nur um einen Kompromiss. Dass es am Ende gelungen ist, 15 gemeinsame Änderungen heute und hier konsensual vorzuschlagen, ist nicht selbstverständlich. Es ist das Ergebnis dieser Arbeit. In der Sache, glaube ich, wirklich auch geboten mit dem, was wir an Veränderungen in der Verfassung erreichen, und das ohne dabei in politische Kleinkonflikte hineinzugehen, aber auch größere Konflikte, beispielsweise mit Blick auf das Scheitern der letzten Enquetekommission zur Veränderung der Landesverfassung, mit Blick auf den Erhalt des sozialpolitischen und ökonomischen Kerns der Hessischen Verfassung. Deswegen ist das wirklich sehr beachtlich, dass wir diesen Konsens in den Gesprächen erreichen konnten. Das gilt mit ein paar bemerkenswerten Veränderungen. Wir haben das durch Norbert Schmidt hier mehrfach vorgetragen in den Beratungen, in der ersten und in der zweiten Lesung. Das gilt beispielsweise für die Einführung des Staatsziels Kinderrechte, einem Anliegen, das uns ganz besonders wichtig war. Es gilt ganz ausdrücklich auch für das Staatsziel der Infrastruktur. Ich will sagen, dass wir da ein sehr breites Verständnis für Infrastruktur haben. Es geht beispielsweise um die Konkretisierung des Anspruchs gleicher und vergleichbarer Lebensverhältnisse in Stadt und Land, dass es also auch um den aktiven Ausgleich unterschiedlicher Lebens-, Wirtschafts- und strukturpolitischer Herausforderungen geht, aus unserer Sicht zumindest im Bereich der Infrastruktur. Es geht um Mobilität, es geht um Kommunikation, es geht um bezahlbares Wohnen. Das ist wirklich ein Schritt, den wir beachtlich finden, dass er hier gemeinsam verabredet werden konnte. Insbesondere die Änderung des Artikel 1 mit der aktiven Aufforderung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau voranzutreiben, ist aus unserer Sicht ebenfalls etwas, was es heute gilt, herauszuheben. Ich will daran erinnern, die neue Formulierung lautet, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist ein starker, aktiver Auftrag an uns alle. Und dass es da noch vieles zu richten gibt, braucht man, glaube ich, nicht besonders ausführen. Und deswegen sind wir froh, heute, wie gesagt, diese 15 Änderungen auf den Weg bringen zu können. Ich will am heutigen Tag allerdings auch zwei Punkten noch etwas sagen, die aus unserer Sicht nicht am Ende zusammengeführt werden konnten. Ich will ganz bewusst anschließen an die Debatte zur zweiten Lesung und die Kontroverse zwischen den Kolleginnen und Kollegen der FDP und der Sozialdemokratie zur Frage der Oppositionsrechte, weil wir uns beim Vorschlag der FDP enthalten haben und damit am Ende nicht zu einem konsensualen Ergebnis kommen konnten. Ich will das ohne Schaum vor dem Mund sagen, dass der gestrige Abend für mich Beleg dafür war, erneut, dass wir uns richtig entschieden haben, weil alleine die abstrakte Benennung, die nicht materiell unterlegt würde, nicht ausreicht. Ich will damit ausdrücklich sagen, Herr Hahn, wir werden da nicht, Herr Hahn, ich habe es doch gestern schon verstanden und ich war doch ganz zugewandt gestern und ich bin es auch heute. Ich bin am jetzigen Moment ausdrücklich nicht auf Krawall, aber ich will darauf hinweisen, dass wenn wir über Oppositionsrechte reden, dann müssen sie auch unterlegt werden und
Wir haben sowohl in Fragen der Geschäftsordnung als auch der materiellen Ausstattung da ein paar Hinweise gegeben. Deswegen bleibt es bei uns dabei, dass wir diese Enthaltung richtig finden, weil es eben nicht mehr gewesen wäre als eine abstrakte Benennung, die im Kern folgenfrei ist. Das gilt übrigens für andere Staatsziele. Das gilt übrigens für andere Staatsziele, die wir mit dieser Verfassungsänderung auf den Weg bringen. Und heute ist nur ein wichtiger Zwischenschritt. Wir werden die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land noch überzeugen müssen. Ich bin da zuversichtlich, aber ich will das sagen, es wird kein Selbstläufer, dass diese Staatsziele nur dann am Ende mit Leben erfüllt werden können, wenn der nächste Hessische Landtag sich an der Konkretisierung dieser abstrakten Staatsziele in realer Politik versucht. Da gibt es zumindest das eine oder andere noch zu tun. Damit will ich zum Wermutstropfen kommen aus Sicht der Sozialdemokratischen Partei, dass es uns nicht gelungen ist, auch nach den Debatten der letzten Jahre und mit Blick auch auf aus unserer Sicht einem nach wie vor stark würdigungsfähigen Urteil des Staatsgerichtshofs zum Thema gebührenfreie Bildung, insbesondere an den Hochschulen, dass es nicht gelungen ist, die Konkretisierung des aus unserer Sicht eindeutigen politischen Anspruchs aus der Hessischen Landesverfassung zur vollständigen gebührenfreien Bildung, insbesondere im Studium, hier zu konkretisieren, damit man so etwas in Zukunft vermeidet und verhindert, dass eine einfache parlamentarische Mehrheit den Sinn der entsprechenden verfassungsrechtlichen Regelungen in das Gegenteil verkehrt, bleibt für uns ein Malus auf den Beratungen. Wir bedauern das sehr, dass es nicht gelungen ist, das in den Konsens mit aufnehmen zu können. Deswegen wird es weiter Teil des politischen Streits zwischen uns bleiben. Strich drunter. Ich glaube, dass sich diese Verfassungsreform sehen lassen kann, unabhängig von dem Malus, den ich eben beschrieben habe. Es zeigt auch nach den Verletzungen und Debatten aus der letzten Verfassungsreformskommission und dem Versuch, die Verfassung zu verändern, dass es möglich ist, etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und das ist dann am Ende in der Tat das Ergebnis von allen, die bereit waren, wechselseitig sich aufeinander zuzubewegen und den Konsens zu suchen. Und dafür will ich mich abschließend noch einmal herzlich bei allen Beteiligten bedanken und hoffe sehr, dass wir am Ende überzeugende Mehrheiten bei den Volksabstimmungen zur Verfassungsänderung in Hessen bekommen. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was jetzt lange gedauert hat, auch heute beim Verlesen der Drucksachen, das wird zu einem Erfolg. Wir beschließen heute in dritter Lesung mutmaßlich die 15 verfassungsändernden Gesetze. Jedenfalls sieht alles danach aus. Und das passt auch in diese Woche. Wir haben gestern unseren nationalen Verfassungstag begangen, 69 Jahre Grundgesetz. Gestern wurden auch hier zwei Landesverfassungsgerichte wieder verpflichtet. Und ich möchte anknüpfen an die Ausführungen unseres Präsidenten des Staatsgerichtshofs, Dr. Posek, der gestern hier gesprochen hat. Er hat gesagt, dass die Verfassungsorgane hier stabil in Hessen arbeiten, dass sie vertrauensvoll arbeiten und dass sie auch untereinander vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und daher ist aus meiner Sicht ist auch heute wirklich passend für diese Plenarwache, dass wir heute in dritter Lesung über die Verfassungsänderungen beraten und beschließen werden. Und das ist auch schon gesagt worden, im zweiten Schritt werden dann in 5 Monaten die Bürgerinnen und Bürger das Wort, das letzte Wort in dieser Frage haben. Schülerinnen und Schüler besuchen diesen Landtag ja sehr, sehr häufig. Und manchmal ist das Erstaunen groß, wenn wir dann in den Gesprächen zusammen mit allen Abgeordneten erklären, wie lange es eigentlich dauert, von der ersten Idee bis zu einem Gesetz. Jetzt nur das Verfahren, das gerade zu Ende geht, ist ein besonders gutes Beispiel. Von den ersten Überlegungen von zwei Parteien, die diese Koalition tragen, im Herbst 2013 über die Einsetzung einer Enquetekommission im
Dezember 2015 hat es dann noch weitere 2,5 Jahre gedauert, bis dieses Verfahren zum Abschluss gekommen ist. Das ist ein langer Prozess. Das ist aber auch ein Beweis dafür, dass wir in diesem Hause gründlich arbeiten, dass wir gewissenhaft arbeiten und dass wir in der Lage sind, dann am Ende auch gute Ergebnisse zu produzieren. Und am Ende können wir auch erfolgreich gemeinsam arbeiten. Frau Müller als Berichterstatterin hat das sehr gut herausgestrichen aus meiner Sicht. Wir sind diesmal anders als 2005 in der Enquete nicht gescheitert, sondern wir haben unterschiedliche Auffassungen zusammenbinden können, haben auch sauber selektiert, was miteinander geht, was nicht geht, und haben dann doch einige Punkte gefunden, die von 4 Fraktionen gemeinsam getragen und eingebracht werden. Das ist auch richtig und wichtig, denn die Verfassung ist und bleibt das gemeinsame Grundverständnis der Demokraten von ihrem Staat. Und deshalb ist es so richtig und wichtig, dass nicht nur eine knappe Mehrheit oder eine Regierungskoalition Änderungen vorschlägt, sondern dass es eine breite Mehrheit in diesem Haus tut. Das ist gelungen. Und wir stehen damit in einer guten Tradition. Schon 1946 haben damals die Sozialdemokraten ihre mögliche knappe Mehrheit gemeinsam mit der KPD nicht genutzt, um die CDU zu überstimmen, sondern es ist dann nach damals sehr schwierigen und zähen Verhandlungen am Ende gelungen, die damals oppositionelle CDU als zweite Kraft im Lande mit einzubinden. Und diesmal war es auch für CDU und Grüne selbstverständlich von Anfang an, dass auch gegen die Sozialdemokraten und auch gegen die Liberalen hier keine Beschlüsse getroffen werden sollen. Und herausgekommen ist dann und diese 15 verfassungsändernden Gesetze, dass sie zustande gekommen sind, dazu haben, meine ich, auch einige Faktoren beigetragen. Einmal hat es sicherlich geholfen, dass wir von Anfang an öffentlich getagt haben und nicht im Geheimen oder im Verborgenen miteinander gestritten haben. Ich glaube, in der öffentlichen Sitzung überlegt vielleicht jeder auch noch etwas genauer seine Worte und überlegt auch, wie weit er schon vielleicht auch Türen verschließt oder nicht verschließt. Das ist sehr gut gelungen. Zum anderen war vielleicht auch die Gesamtlage diesmal günstiger. Diesmal hat erstmals seit langem in Hessen eine lagerübergreifende Koalition die Mehrheit gebildet und auch eine auch nicht ganz traditionell zusammengesetzte Opposition dem gegenübergestanden. Das hat am Ende vermutlich auch dazu geholfen, das zusammenzubinden. Aber es lag auch im starken Maße an den Beteiligten. Deshalb nochmals mein Dank an den Vorsitzenden Jürgen Banzer, der das vorbildlich moderiert und zusammengeführt hat. Gleichermaßen gilt das auch für die Kollegen Obleute, die Herren Obleute, waren ja alles Männer in diesem Fall, aber auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die uns hervorragend beraten haben. Für unsere Fraktion war das Dr. Tobias Gleiter und für die gesamte Enquete Herr Dr. Storms und auch die Staatskanzlei mit Herrn Hoffmann hat uns hervorragend dort zugearbeitet. Und nicht zuletzt haben auch die 5 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die die Fraktionen beraten haben, einen wesentlichen Anteil daran. Es hat also diesmal wirklich alles gepasst. Und die Änderungen können sich auch durchaus sehen lassen. Erstmals wird ein Staatsziel Ehrenamt in einer deutschen Verfassung aufgenommen. Das klare Signal ist von diesem Landtag, der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält, der soll und wird weiter gestärkt werden. Die über 2 Millionen Hessinnen und Hessen, die sich tagtäglich in ihrer Freizeit engagieren, mehr tun, als sie müssten, und dazu beitragen, dass dieses Land eben so gut läuft, wie es läuft, dass von Kindern bis zu Senioren und zu besonders Betreuungsbedürftigen viele, viele Menschen Zuwendungen bekommen von Menschen in ihrer Freizeit. Die bekommen das Signal, die werden weiter gestärkt. Dort wird schon sehr viel getan bisher, von der Ehrenamtscard angefangen über eine ganze Palette an Maßnahmen. Das Ganze bekommt jetzt inzwischen Verfassungsrang und wird ein weiterer Handlungsauftrag an den Gesetzgeber, an Regierungen und an die Justiz. Und wir geben, das möchte ich auch herausgreifen, passt auch zu dieser Plenarwoche, ein klares Bekenntnis zu Europa ab, gerade in diesen Zeiten. Subsidiarität und ein Verbund selbstständiger Nationen unter dem gemeinsamen europäischen Dach, das ist das Signal, was von diesem Landtag ausgeht, was dieser Landtag sich für Hessen und für Deutschland vorstellt. Und auch der in der Öffentlichkeit vermutlich bekannteste Punkt unter den 15 Gesetzentwürfen, die Todesstrafe, auch dass wir uns da heranwagen, ist letztlich auch ein Erfolg. Man hat sich das 72 Jahre lang nicht getraut. Und es passt auch in diese Zeit, wo andere Staaten sogar über eine Wiedereinführung nachdenken oder das demonstrativ vor sich hertragen, leider auch am Rande von Europa. Da setzen wir ein Signal genau in die entgegengesetzte und in die richtige Richtung. Und ich glaube, auch das ist am Ende gut, dass wir uns darauf so früh verständigen konnten und auch das zur Abstimmung stellen.
Es gibt viele weitere Punkte, auch die gleichwertigen Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land, die uns ein großes Anliegen sind, und vieles mehr. Ich will nicht noch alle 15 Punkte erneut nennen. Ich habe das bei der Einbringung gesagt. Die sind alle richtig und wichtig. Gleichwohl bleiben auch Unterschiede zwischen den Fraktionen bestehen. Alles andere wäre auch merkwürdig. Ein Parlament, das sich in allen Fragen einig ist, das würde seine Arbeit auch verfehlen. Es sollen ja auch die verschiedenen Strömungen in einer Gesellschaft wiedergespiegelt werden. Wir haben deswegen hart miteinander gerungen, um jedes Wort bei den Gesetzentwürfen und zum Teil sogar um Formulierungen in der Begründung. Das zeigt auch, dass Politik unterscheidbar sein muss und auch ist und auch sein und auch bleiben wird. Und es gab selbstverständlich auch Punkte, die wechselseitig miteinander nicht möglich waren. Jede Fraktion hatte noch weitergehende Ideen, die zum Teil nicht umsetzbar waren. Für uns als CDU war klar, wir tragen keine weiteren Leistungsgrundrechte mit, die den Handlungsspielraum des Gesetzgebers weiter einschränken. Zum Beispiel sollte aus unserer Sicht, wie das jetzt auch der Landtag eben in diesem Jahr erfreulicherweise getan hat, soll die Frage der beitragsfreien Kindergärten durch einfaches Gesetz entschieden werden, wie das im April-Plenum geschehen ist, und nicht durch eine Aufnahme der Verfassung, dem Diskurs und auch der Regelungsbefugnis des Gesetzgebers entzogen werden. Über solche Fragen aus meiner Sicht muss die Politik täglich ringen und auch schauen, was möglich ist, was realistisch möglich ist, auch die Ausführungsbestimmungen und auch die Formalia noch ändern können, sollen und können dürfen, ohne dass durch eine Verfassung versteinert ein Zustand eintritt, der vielleicht in einigen Jahren gar nicht mehr auf die reale Lage eben passt oder der uns dann durch Auslegung der Gerichte eben zu Problemen führt, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Der Landtag soll hierfür verantwortlich bleiben. Gerade in dieser Frage hat er auch seine Verantwortung in vorbildlicher Weise wahrgenommen und hat die Beitragsfreiheit dann auch für dieses Jahr schon hergestellt. Auf der anderen Seite hätten wir uns als CDU die Aufnahme eines Bekenntnisses zur sozialen Marktwirtschaft gewünscht. Wir hatten auch vorgeschlagen, eine grundsätzliche Überarbeitung der in weiten Teilen mit dem Grundgesetz kollidierenden Wirtschaftsverfassung aufzunehmen. Ich erinnere daran, dass erst 2017 der Staatsgerichtshof über eine Frage aus dieser Wirtschaftsverfassung erneut entscheiden musste, über die Frage des Aussperrungsverbotes. Im Sinne der Rechtsklarheit und ja auch der Rechtswirkung unserer Verfassungsnormen hätten wir uns gewünscht, dort etwas größer zu überarbeiten. Das war nicht nötig. Aber ich glaube, es gilt heute auch noch einmal herauszustellen, wir Christdemokraten trauen dem Einzelnen mehr zu als dem Staat. Das sind eben die unterschiedlichen Auffassungen, die auch in diesem Haus eben vorherrschen, die auch im Rahmen dieser Enquete herausgearbeitet wurden. Und das gehört auch dazu. Wir haben eine neue Präambel mit einem Gottesbezug vorgeschlagen. Hierfür gab es eben leider keine Mehrheit. Ich glaube, unser Vorschlag war gut begründet, aber es war in dieser Enquete nicht durchsetzbar. Dennoch kann ich auch für die CDU festhalten, die Arbeit der Enquete war ein voller Erfolg. Die Demokraten konnten und wollten zusammenarbeiten und sich verständigen. Dennoch bleiben die Parteien selbstverständlich unterscheidbar und stehen miteinander im Wettbewerb und in diesem Jahr in ganz besonderem Maße. Das ist auch richtig, denn die Demokratie lebt vom Wettbewerb. Gleichwohl überwiegt für uns, auch wenn wir die eine oder andere Frage gerne noch mitgeregelt hätten, für uns die Freude darüber, dass es gelungen ist, in grundlegenden Fragen lagerübergreifend zusammenzuwirken. Das hat der Landtag in dieser Verfassungsenquete vorgelebt. Vielleicht kann das auch ein Modell sein für andere Fragen in der Zukunft, in der 20. Wahlperiode, andere grundlegende Fragen auch noch einmal nach diesem Verfahren oder Modell eben miteinander zu klären. Deshalb bin ich zuversichtlich und dankbar, dass wir das heute in dritter Lesung gemeinsam beschließen. Mit der Abstimmung heute legen wir die Grundlage für die Volksabstimmung in 5 Monaten. Bei dieser haben dann die Bürger das letzte Wort. Ich würde mich freuen, wenn nach diesem ersten Schritt, den wir heute gehen, mit 15 Zustimmungen zu verfassungsändernden Gesetzen, in 5 Monaten dann auch die Bürgerinnen und Bürger diese Gedanken aufgreifen und mit großer Mehrheit auch unseren Vorschlägen dann zustimmen werden. Herzlichen Dank.